Ich habe mit Graffiti angefangen, da war ich 13. Da bin ich in einer Bahnlinie vorbeigekommen und habe einfach diese Schriftzüge gesehen und die haben mich sofort in meinen Bann gezogen. Meine Bilder haben eine Anlehnung an die orthodoxe Ikonenmalerei und habe dann meine eigene Bildsprache damit entwickelt. Mein Name ist Manuel Osterholt. Mehr bekannt bin ich wahrscheinlich unter dem Namen Superblast und arbeite als Künstler, Grafikdesigner und auch Kurator. Für mich war Berlin auch deswegen so ein Anreiz, weil die Graffiti-Szene ungeschlagen ist in Deutschland mit den unterschiedlichsten Kreativen. Für mich hat ja meine Kunst, aus der ich komme, sehr viel mit der Stadt zu tun. Es ist ein urbanes Phänomen. Und diese Kraft von der Straße, von den Menschen, die sich darauf bewegen, daraus schöpft sich ja diese Dynamik letztendlich. Was mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist dieses generelle im Studio sitzen und kreieren. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch den Austausch mit meinen Mitmenschen. Das macht Berlin für mich auch spannend, dass ich von einem Platz zum anderen kommen kann und mich immer wieder neu überraschen lassen kann. Also mein Arbeitsablauf ist meistens so, dass ich mein Skizzenbuch nehme und darin kleinere Zeichnungen, Ideen zusammenfasse. Und wenn eine Zeichnung für mich dieses Klickerlebnis hat, dann fange ich an, diese kleine Zeichnung zu übersetzen. Wenn ich jetzt kleinere filigrane Arbeiten mir vornehme, ist natürlich der Pinsel die beste Art und Weise. Also mir hat es große Freude gemacht, den Uno zu gestalten. Für mich ist er so eine ganz ästhetische Art und Weise, mich im Stadtverkehr zu bewegen. Meine Arbeit sollte im besten Fall den Betrachter berühren, über sein eigenes Leben nachzudenken. Ich arbeite bis zu einem gewissen Punkt mit einem Utopia, also einem Ist-Zustand, der vielleicht gar nicht so existiert, aber der vielleicht wünschenswert ist. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich Wünsche auch zu erhalten, um einfach diesen Motor noch zu haben fürs Leben.